Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch entsprechend einen Überblick geben, welche Möglichkeiten man hat, eine Gerade zu zeichnen. Und ich habe euch hier das mal ein bisschen aufgeschlüsselt mit verschiedenen Farben. Eine Möglichkeit, die wir in unseren Videos ja schon gesehen haben, ist, eine Wertetabelle zu haben und eine Funktionsgleichung zu haben. Das ist ein bekannter Fall, das habe ich hier in blau markiert. Was macht man dann? Man füllt die Wertetabelle anhand der Funktionsgleichung korrekt aus und nimmt dann 3 bis 4 Punkte heraus und zeichnet ihn im Koordinatensystem ein. So haben wir das geübt. Da verweise ich euch einfach entsprechend auf meine Videos, die ich dazu schon gemacht habe. Dann eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass man eine Funktionsgleichung nur besitzt und die ist bekannt. Wir haben keine Wertetabellen, die möchten wir auch gar nicht machen, sondern wir gehen her und lesen aus entsprechend dieser Funktionsgleichung den sogenannten Y-Achsenabschnitt heraus und bestimmen dann anhand des Steigungsdreiecks diese Gerade und zeichnen die dann ein. Dazu gibt es auch ein Video, müsst ihr euch einfach entsprechend anschauen. Eine dritte Möglichkeit, die es faktisch gibt, ist, man kann hergehen und kann 2 Punkte ins Koordinatensystem, die quasi bekannt sind, einzeichnen, 2 oder mehr Punkte und dann logischerweise verbinden. Ja, wenn man weiß, dass diese Punkte zu dieser Gerade gehören, einfach einzeichnen ins Koordinatensystem, Gerade anlegen und durchziehen. Das sind, wie gesagt, 3 Möglichkeiten, die ich hier besitze, wenn ich eine Gerade zeichnen möchte. Heute möchte ich euch einen Überblick geben, wie man die Funktionsgleichung einer Geraden bestimmt. Auch hier gibt es 3 verschiedene Szenarien, die man haben kann und die habe ich auch hier wieder mit Farbe entsprechend gekennzeichnet. Mit Blau beginnen wir. Mal angenommen, ihr habt eine Wertetabelle, die bekannt ist. Dann sucht ihr euch entsprechend den Schnittpunkt mit der Y-Achse heraus. Ja, SY ist der 0-B. Das könnt ihr aus der Wertetabelle bestimmen. Notfalls müsst ihr halt die Wertetabelle erweitern, sodass der X-Wert 0 auch auftaucht. Ja? Auch dazu entsprechend habe ich ja Videos für euch gemacht. Dann müsst ihr entsprechend hergehen und einen beliebigen Punkt, ein Wertepaar aus dieser Wertetabelle rauslesen und entnehmen und setzt es dann einfach in Y gleich M mal X plus B ein. Daraus bekommt ihr die Steigung und wenn ihr die Steigung habt und den Y-Achsenabschnitt, dann geht das Ganze logischerweise gut voran. Dann gibt es eine zweite Variante und zwar ihr habt ein Schaubild, was bekannt ist und ihr wollt nun mit dem bekannten Schaubild arbeiten und das funktioniert folgendermaßen. Schaubild ist wie gesagt vorhanden. Ihr lest aus dem Schaubild den Y-Achsenabschnitt raus. Ja? Also sprich, wo schneidet meine Gerade die Y-Achse? Das ist bei 0 Strich dem Y-Wert, also 0 Strich B. Dann sucht ihr auch euch aus dieser Geraden einen beliebigen Punkt heraus und setzt den quasi in diese Funktionsgleichung der allgemeinen Art Y gleich M mal X plus B ein. Auch der Wert B muss dort eingesetzt werden. Und dann bekommt ihr eine Steigung heraus. Und auch dazu habe ich entsprechend meine Videos, die müsst ihr euch halt dann entsprechend angucken, um den Überblick zu haben. Die andere Version ist, dass ihr aus 2 Punkten, die zu einer Geraden gehört, die Steigung bestimmt. Auch dazu gibt es ein Video von mir, funktioniert dann nach diesem Schema hier. M ist gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1. Dann habt ihr quasi die Steigung bestimmt und dann nehmt ihr einen dieser beiden Punkte her, die gegeben sind und setzt die in die Gleichung y gleich m mal x plus b ein und bekommt dann die allgemeine Funktionsgleichung der entsprechenden Geraden raus. Ja, diese Optionen gibt es hier, wenn ihr entsprechend eine Funktionsgleichung einer Geraden bestimmen wollt.